Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Puh, das war ein Ritt hier. Also, ihr habt das jetzt nicht gesehen seit der letzten Folge, aber ich habe mich jetzt hier sehr lange gebraucht, um diese Kisten-Challenge zu schaffen. Aber ich habe sie geschafft. Ja, gern geschehen. Ja, mit dem Juwel. Ein Energiejuwel. Ich kann das so sehr gebrauchen. Im Übrigen, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich bin mal in die Stadt zurückgelaufen und habe mir einmal den Aluminiumschläger geholt und die Himmelsweste. Also, ich habe mal auch endlich rausgefunden, wo ich das Bernstein und so verkaufen konnte. Es gibt so einen Recycler in der Nähe der Stadt Atai. Also bei so einem Grenzposten. Da kann man die Signe reinwerfen und kriegt man Geld dafür. Das wollte ich auch noch mal eben kurz erwähnen. Jetzt halten wir ein bisschen mehr aus. Und wir teilen natürlich auch wesentlich besser aus. Zack. Ja, ein paar Prüfungen haben wir noch vor uns. Prüfung der List haben wir, glaube ich, schon geschafft. Hier die Prüfung haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Bei der 3 und bei der 2. Prüfung der Hindernisse. Ich glaube, die haben wir wirklich noch nicht gemacht. Easy. Ich mach die Dinger einfach kaputt. Zack. Als ich unterwegs war, habe ich natürlich auch daran gedacht, ein bisschen an Heilmitteln zu sammeln. Tschüss. Ich meine, ich habe diese Prüfung schon gemacht. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Das Ding mache ich mit Freude kaputt. So, das ist auch kaputt. Komm. So. Durchschieben. Schieben. Du aktivierst das nicht mehr. Schön, dass man diese Fallen kaputt machen kann. Okay, ich heile mich mal. Dafür habe ich mir die ganzen Sachen schon geholt. Willkommen, willkommen. Meine Informationen berichteten mir, dass du bald zu mir kommen würdest. Ein Kopfgeldjäger auf heißer Spur zu Birdie und recht fähig mit den Stiefeln. Habe ich all das richtig erraten? Unter den Ouroboros bin ich bekannt als Raller der Blitz. Niemand ist schneller als ich. Wirf einen Blick auf meine Trophäen, um ein Gefühl für meine Flinkheit zu bekommen. Ich habe sie alle selbst gemacht. Um ein Juwel zu erhalten, musst du nur meine einfache Aufgabe erfüllen. Erreiche erst Ziel des Hindernisparcours innerhalb des Zeitlimits. Lass uns sofort loslegen. Okay, los geht's. Sehr gut. Warte einen Moment, während wir den Parcours errichten. Okay, ich bin ready. Okay, der Parcours ist bereit. Okay. Ich muss nur zu der Fahne innerhalb des Zeitlimits.
Wir kennen ja den Drill. Davon schieben lassen. Dafür habe ich hier mir diese Information geholt. Jetzt muss ich hier nur rüber, ne? Easy going. Mann, bin ich schnell. Wow, du hast mein Chaos mit strategischem Denken geschafft. Einen schlauen Krieger kann ich respektieren. Hier ist mein Juwel. Okay. So, zu der zweiten müssen wir noch. Was haben wir hier vor uns? Prüfung des Kampfes. Bin ich bereit für einen Kampf? Ich habe jetzt schon sehr viel Schaden genommen, ne? Ich will erstmal gucken, was da oben rechts noch war. Ach nee, ich erinnere mich. Ist Quatsch. Na dann, let's go in die Prüfung des Kampfes. Easy. Okay, hier wird weniger easy. Ich weiß ja, wie man die bekämpft. Einfach draufprügeln. Und Milch von denen kriegen, zum Saufen. So, was kommt jetzt? Die kleine Armee. Okay, besiegt. Und gefinished. Das war leicht. Du bist der Boss, ne? Ich wusste, dass ich eine stille Kraft in dir spürte. Nimm mich, Atri. Ich stehe der Prüfung des Kampfes vor. Solltest du mich im Kampf besiegen, Outsider oder nicht, habe ich keine andere Wahl, als dir mein Juwel auszuhändigen. Nun denn, sollen wir uns duellieren? Ich bin bereit. Bereiter geht nicht. Sehr gut. En garde. Zack. Aua. Du bist stark. Aber ich weiß, wie ich dich besiege. Einfach in die Luft springen und geradeaus schießen. Mich einmal kurz heilen. Komm her. Zack. Ich hab dir noch ein bisschen Schaden gedrückt. Ja, besiegt. Ich hab Atri besiegt. Alles in Ordnung. Exquisit, ich habe schon lange kein so spaßiges Duell mehr gehabt. Ich weine vor Spaß, aber auch weil ich mich an allen Ecken verletzt habe. Und denn, ich schätze, ich schulde dir meinen Juwel. Bei den Ouroboros gibt es zu jeder Zeit drei Wächter. Jeder Wächter hat die Befugnis, jedem, der sich als würdigerweise ein Juwel zu erteilen. Warum bimmelt es gerade bei mir? So, Anruf hinter mir. Und du, Jüngling, bist würdig. Wir haben das dritte Juwel. Will ich erstmal abspeichern, höchstwahrscheinlich. Wir wissen nämlich nicht, wie krass der Anführer der ganzen Bande ist. Der könnte mich locker rasieren. Wir wissen es noch nicht.
Sicher ist sicher. War ich hier drin schon? Ich glaube, hier war ich schon. Okay. Du wirkst nicht gerade stark. Wie viel war es nochmal? Ich kämpfe lieber. Ich gebe dir doch keine 100. Es sind nur diese Brutalos, die heftig sind. Warum treffe ich nicht? Easy. So, wie viel waren es nochmal? Hm? Geld würde das wieder gut machen. Du wolltest mich ausnehmen, stattdessen wurdest du ausgenommen. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so eine nette Aktion von mir. Ah, das ist diese eine Abkürzung, die wir mal gesehen hatten. Warte mal. Ich will mich nur überzeugen. Genau, darunter ging es. Und hier ging es dann wieder zur Wüste. Ne? Genau, wir sind jetzt hier. Habe ich irgendwas zum Braten? Sonst würde ich jetzt eben kurz zu einem Ofen nach rechts rennen. Ich wollte eigentlich da rein. Aber schön, jetzt haben wir eine Abkürzung nach draußen. Wenn wir sie benötigen. Und die Typen hier wollen mich auch nicht mehr umbringen. Die haben ihre Masken abgelegt. Und würde sagen, wir beenden das heute hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Abo und ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.